Beim letzten Luftaufnahmenauftrag für die Bahn ging ja wieder mal so einiges schief. Das Video verlinke ich nochmal am Ende. Und ich will nicht zu viel verraten, aber diesmal wurde es auch wieder spannender, als mir lieb ist. Viel Spaß mit meinem dritten Luftaufnahmenauftrag aus dem Jahr 2016. Guten Morgen aus Bayern. Es ist 7.45 Uhr. Wetter ist schön, ein bisschen kalt. Wir haben heute einen anstrengenden Tag, aber ich freue mich ein bisschen drauf. Hier ist, glaube ich, die Main-Verlegung. Hier fliegen wir nachher. Wir haben gerade eine Einweisung gekriegt. Worum ging's? Wir dürfen die Gleise nicht betreten, wir dürfen nicht die Kabel berühren, wir müssen Helme tragen, wir müssen Westen tragen. Wir dürfen den Bahnverkehr nicht behindern. Und wir müssen? Wir müssen ein bisschen versetzt fliegen, damit wir nicht in dieses magnetische Spannungsfeld der Stromleitung kommen. Heute ist Strom drauf und mir wurde gesagt, wenn irgendwo ein Kabel runterhängt, dann soll man mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben, so hier und sich so wegbewegen und niemals so, dann ist man nämlich tot. Der Einsatz kann beginnen. Zieh doch mal deine neue Weste an. Wir können hier hin. Bewegen. Der Verlaufsfilter muss natürlich gerade eingestellt sein. Ich muss jetzt noch warten, bis mir das Gerät was sagt. Und zwar. Perfekt. Hier geht es jetzt um eine Baufortschrittsbefliegung der VDE 8, also des Verkehrsprojekts Deutsche Einheit 8. Das umfasst den Neu- und Ausbau von Eisenbahnstrecken für die Hochgeschwindigkeitsachse zwischen Berlin und München. Unser Streckenabschnitt ist insgesamt über 10 Kilometer lang und da wir nur auf Sicht und nicht über Fernverkehrsstraßen fliegen dürfen, müssen wir mehrfach umsetzen. Wir befinden uns also in Oberfranken, etwas nördlich von Bamberg. Hier stehen wir gerade. Sind 350 Meter zurückgeflogen. Hier habe ich dann die Aufnahme gestartet und bin diese Strecke bis zur A73 geflogen. Fernverkehrsstraßen dürfen wir ja nicht überfliegen, sondern müssen in der sogenannten 1:1-Regel Abstand halten. Die Drohne muss also zum Beispiel in einer Höhe von 80 Metern mindestens 80 Meter entfernt sein und in einer Höhe von 10 Metern mindestens 10 Meter entfernt sein. Näher als 10 Meter darf man an solche Straßen nicht heranfliegen. Außerdem muss man ja beim Luftfahrtbundesamt registriert sein. Das kann man unterdessen schnell online machen. Bei mir war das damals noch kostenlos, aber kann sein, dass das unterdessen 25 Euro kostet. Wer es genauer weiß, kann das gerne mal in die Kommentare schreiben. Außerdem braucht man eine Drohnenhaftpflicht. Meine empfohlene Versicherung deckt nebenberufliche Flüge mit ab. Die kostet mit meinem Rabattcode jährlich ca. 36 Euro. Wer das allerdings wie ich hauptberuflich macht, benötigt eine gewerbliche Drohnenhaftpflicht. Die kostet jährlich mit meinem Rabattcode 138 Euro. Den Link inklusive Rabattcode blende ich hier ein, aber den findet ihr auch wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Weiter geht's. So, das war der erste Streich und das machen wir jetzt ungefähr wie oft heute? 10 Mal ungefähr und dann müsste man eigentlich ja. So, hier sind wir gerade rüber geflogen, setzen jetzt das Auto um und fliegen dann bis wieder hier zur Autobahn und beginnen den nächsten Flug genau von hier wieder ein paar hundert Meter nach vorne und setzen dann wieder um. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Diesmal haben wir uns diesen Startpunkt ausgesucht. Jetzt sind wir schon am nächsten Startpunkt. Und hier stehen wir irgendwo in dem Getümmel. Ja, manchmal ist es gar nicht so einfach, einen möglichen Startpunkt zu finden. Das Problem ist, einen Ort zu finden, von dem wir diesmal von der anderen Seite an die Bahn rankommen, ohne über die Autobahn fliegen zu müssen und von dem wir gleichzeitig die Drohne in beide Richtungen im Blick behalten können.
Dabei geht es mir nicht nur um die Einhaltung der Gesetze, sondern überwiegend darum, bei größeren Entfernungen keine Bäume dazwischen zu haben. Sonst kann da schnell mal die Videoübertragung zusammenbrechen. Da es gleich richtig spannend wird, zeige ich vorher mal schnell den gesamten Streckenabschnitt, den wir befliegen sollen. Der beginnt wie gesagt etwas nördlich von Bamberg, und zwar hier rechts neben dem Ort Kämmern, und endet 20 Kilometer weiter nördlich am Tunnel Eierberge. Wir sind also bei Kämmern losgeflogen bis hier zur A73, dann haben wir mit dem Auto umgesetzt und sind zurück zur A73 geflogen, um den nächsten Abschnitt zu fliegen. Insgesamt mussten wir nicht 10 Mal, sondern sogar über 20 Mal umsetzen. Wir hatten uns bei jedem Abschnitt mittig gestellt, um maximal 500 Meter zurückzufliegen, dann 1000 Meter geradeaus und wieder zurück zum Startpunkt zu fliegen. Mit einem Akku konnten wir jeweils 2 Abschnitte von insgesamt 20 Abschnitten fliegen. Ich hatte 3 Akkus dabei, die wir zwischendurch im Auto und im Büro der Bahn geladen haben. Und um Zeit und Akkus zu sparen, bin ich auch mal einige Abschnitte geflogen, wo es am Ende etwas knapper werden könnte. Ich versuche hier meine Akkus bis auf maximal 15-20% runter zu fliegen. Solange alles passt, ist das auch kein Problem. Aber manchmal passt eben nicht alles und dann braucht man schnell mal einen frischen Schlüppi. Ich hatte genug Unterwäsche dabei, die ich auch gleich dringend nötig habe. Jetzt bis zurück zu der Brücke und dann können wir in den Unterhalterbachbereich einfliegen. Na, ich muss nach Breitengüßbach fahren, weil die abhauen wollen. Mit den Akkus oder was? Ja, die wollen dicht machen. Take-off. Danke. Oh, echt? Warte. Ich hab grad gar nicht, ich hab keinen Leak Image, Leak Remote Controller Signal. Jetzt ist alles weg. Scheiße, Return to Home macht er gerade. Aircraft disconnected. Komm schon zurück. Wollen wir jetzt mal, halt mal an, wir stecken es mal rein. Wegen dem Return to Home hat er jetzt ein bisschen Strom verbraucht. Battery level is low. The aircraft will go to behind 10 seconds. Denn ich musste mich mal hochgepackt nehmen. Ich komm zurück. So, eben wurde es tatsächlich ein bisschen brenzlig. Zum Schluss hat alles geklappt, aber es war ziemlich knapp. Einige Bauabschnitte sollten wir auch umkreisen. Wir stehen übrigens hier unten. Damals brauchte man, wie gesagt, eine Genehmigung vom Betreiber und von der Luftfahrtbehörde. Heute reicht vielerorts die Genehmigung vom jeweiligen Betreiber. Und da unterdessen immer öfter besorgte Bürger die Polizei rufen, sobald sie eine Drohne sehen, würde ich bei solchen Aufträgen auch immer beim Ordnungsamt Bescheid geben. Wir checken schon mal, ob alle Anschlüsse passen, ob wir nichts vergessen haben. Damals brauchte man ja vielerorts die Genehmigung von der Luftfahrtbehörde. Und damit war auch gleich das Überfliegen fremder Wohngrundstücke, natürlich nur unter Berücksichtigung der Privatsphäre, genehmigt. Heutzutage benötigt man nur die Genehmigung der Grundstückseigentümer. Entweder man fragt vorher oder, und so mache ich es meistens, man sucht sich einen Weg oder eine Straße, die man dann ohne Genehmigung entlangfliegen kann.
Mein Video zu den aktuellen Drohnengesetzen und meine anderen Auftragsvideos verlinke ich hier jetzt nochmal am Ende. Ja, zum Schluss noch ein bisschen verrissen. Ist das okay oder machen wir nochmal? Kannst du das nochmal machen? Ja, machen wir nochmal. Das war mein erster Videoblog. Wenn ihr den nächsten nicht verpassen wollt, abonniert mich. Bye, bye.